Ja, danke herzlich. Ich bin Alexander Gross, Pastor von Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Ukraine und Pastor von vier Gemeinden praktisch. Das ist die Begründung dafür, ist, dass wir zu wenig Pastoren haben, wegen riesiger Krise, die wir in Kirche letzte Jahren gehabt. Also eine von meinen vier Gemeinden ist in Okkupationszone, das ist Cherson-Gebiet. Und Schlimmstes dort passiert natürlich, weil sie dort schon mit russischer Fahne anfangen und dann Leitung von Dorf wechseln und alles Mögliche in Dorf selbst, also gegen Menschen organisieren. Aber für uns alle, für alle Ukrainer, Krieg ist am 24. Februar angefangen. Und Anfang war so schrecklich für alle, dass viele Menschen die Möglichkeit gehabt, gleich in Flucht gegangen. Also kann man so sagen, dass sie geflüchtet nach Westen, West-West-Ukraine oder zu uns auch und dann von uns weiter. Das war eine schwere Zeit für uns alle. Wir wussten nicht, ob wirklich unsere Armee wird genug Kraft haben und uns schützen und so weiter. Das war unklar alles, weil wir alle russische Propaganda auch gehört, wie stark ist russische Armee und dass sie dann in 2, 3 Tagen Kiew nehmen werden, erobern und so weiter. Aber Gott sei Dank, so ist das nicht geklappt. Aber Schwierigkeiten kommen ganz schnell, kamen zu uns ganz schnell. Schon am Anfang März war das so schwierig mit Essen, mit Geld in Cash sozusagen. Besonders in Dörfern, wo war keine Möglichkeit, aus Bankautomat Geld zu kriegen oder sowas. Und Menschen könnten gar nicht Essen kaufen. Und wenn Menschen auch wie zum Beispiel Rentner Geld an seine Bankkarte bekommen, dann könnten sie das gar nicht benutzen. Also die größte Aufgabe für uns als Kirche am Anfang war, alles Mögliche zu organisieren und Menschen mit Essen oder mit Geld zu helfen. Und wir haben auch so eine interessante Aktion gemacht, dass wir Geld, ukrainische Geld, Hryvnia in Moldova gekauft, also in Nachbarland, und dann nach Ukraine gebracht, um Menschen zu verteilen und helfen, dass sie Essen kaufen können. Und war auch viele Aktionen gemacht, dass, um Lebensmittel zu kaufen in Geschäfte und Menschen zu helfen. Also insgesamt im März haben wir mehr als für 600 Personen Lebensmittel gekauft und verteilt in unserer Gegend. Dann aber die Situation ist ein bisschen geändert. War schon klar, dass Russen kaum große Gewinne in Ukraine bekommen. Ich habe auch einige Schritte zurückgemacht in der und Ost-Nord-Ukraine. Ich habe seine Truppen zurückgeholt. Und dann Krieg ist weitergegangen in Ostukraine. Ja. Und hier bei uns in Südukraine, was ich erzähle eigentlich, war nicht so schrecklich die ganze Zeit. Einzige, was hier wirklich Schlimmes gemacht, das war immer Raketenangriffe. Wenn sie am Anfang im März und Februar nur Militärbasis zerstört oder Ölgeport oder sowas, um unsere Leben schwerer zu machen, dann im April eigentlich fangen sie dann Infrastruktur zu zerstören, wichtige Brücken oder Flughafen in Odessa und solche Sachen. Und auch natürlich weiter mit Militärbasis und solche Angriffe auch.
Ja, aber Odessa steht bis jetzt fest, sagen wir so. Wir zerstören auch russische Schiffe, immer wieder neue am Schwarzen Meer, also so ist das. Im März etwa, sage ich so, etwa 50-60% von Mitgliedern von unserer Gemeinden sind geflüchtet, also aus drei meiner Gemeinden. Nur in der Gemeinde in Cherson-Gebiet, alle bleiben dort, weil sie einfach keine Möglichkeit dafür haben. Sie sind in Okkupation jetzt. Ja, und war ein bisschen ruhiger schon am Anfang April und wir haben auch entschieden bei uns, dass wir unsere Arbeit von Gemeinde mehr aktiv machen werden. Das war auch Anfragen von Eltern und von Schule, Dorfschule, von Lehrern. Wir haben am Anfang April wieder unsere Arbeit im Kinderzentrum geöffnet. Also das ist eine Arbeit für Kinder aus sozialen Familien, die keine technischen Möglichkeiten haben, in Internetschulung teilzunehmen. Also das war so gemacht, dass wir wirklich weiter diese Kinder helfen können, weil sie zu uns kommen Nachmittag und unsere Mitglieder von Gemeinde, sie arbeiten mit diesen Kindern praktisch privat, helfen und dass sie das auch Hausaufgaben machen und weiter studieren können. Ja, und unsere ständige Arbeit wie soziale Küche war das also ohne Stopp in Februar, März und April und geht das weiter auch so. Das heißt, dass wir eigentlich unsere Routine, unsere ganz normale Arbeit weitermachen können. Was ist wirklich schade, aber das ist verständlich auch. Unsere Sonntagsschulen und Teenagerkreise sind gestoppt im Februar und wir können nicht Kinder und Teenager sammeln. Manche ausgewandert, manche da sind, aber wir haben keine Lehrerin weiter. Sie sind alle im Ausland. Manche in Rumänien oder in Deutschland. So ist das. In April Situation ist ein bisschen geändert. Also in Cherson-Gebiet haben Okkupanten Möglichkeit gegeben, für Menschen zu ausreisen. Und seit dieser Zeit, also etwa seit 10. April, haben wir neue Seite von Arbeit, von der konische Arbeit, das ist Arbeit mit Flüchtlingen aus Cherson-Gebiet meistens. Sie bleiben aber nicht lang bei uns. Sie übernachten in Odessa in unserem kleinen Hotel 2, 3, 4, 5 Nächte und fahren dann weiter. Aber in diese 5 oder 2 Nächte bekommen sie von uns Essen und Kleidung und alles, was sie konnten nicht mitnehmen, ja, weil viele haben nichts dabei. Und also wir helfen so wie möglich, dass sie dann mit, das sind Frauen mit Kindern meistens, manchmal auch mit Männern, und sie fahren dann weiter in Richtung Rumänien oder Moldova und dann wahrscheinlich noch weiter. Das ist so verschieden bei verschiedenen. Ja, auch in unserem Dorf, in einer Gemeinde, in Petrodolinske, haben wir jetzt eine Familie von Flüchtlingen, aber aus Ostukraine, aus Stadt Liman, wo Krieg gerade ist. Sie, also erste 10 Tage, sie waren so erschrocken, dass sie praktisch nicht aus Wohnung, die wir gegeben, draußen nicht gegangen, nicht gekommen. Also das war so, dass sie so ein schlimmer, ganz schlimmer Zustand waren. Jetzt schon ein bisschen anders, Gott sei Dank. Also sie nehmen auch teil in unserer Aktivität. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Renovierung in Kirche organisiert. Das war extra solche Projekt gemacht, um ihnen, also Flüchtlinge und auch ein paar Männer in Gemeinde, die ohne Arbeit geblieben, zu helfen, dass sie das einerseits
zur Kirche helfen, machen Reparatur und so weiter. Andererseits, wir helfen diese Familien, schwere Zeiten zu überleben und zu arbeiten. Ja, also jetzt ist eine besondere Phase bei uns, weil Russen versuchen, Provokation in Transnistrien zu organisieren. Transnistrien, das ist ein nicht anerkannter Staat, sagen wir so, das ist Teil von Moldova. Von östlicher Seite ist, aber gibt es dort eine russische Militärbasis. Und sie versuchen dann immer wieder Menschen zu aktivieren für Krieg. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Aber sowieso Angst in unserer Region ist größer geworden, jetzt in diesen ersten 10 Tagen von Mai. Ja. Dass Gefahr ist da, dass sie wahrscheinlich etwas organisieren können oder werden, provozieren als Minimum, und dass sie auch Krieg in Moldova anfangen oder sowas. Also die Situation ist einfach so, dass Menschen bei uns fangen jetzt wieder wegfahren. Es war schon ein bisschen Zeit bevor Ostern, dass einige Familien zurückgekommen, also aus Bulgarien, aus Rumänien besonders, aus Nachbarländern, aus Moldova viele zurückgekommen. Und jetzt fahren sie wieder weg, weil Russen schon mit Raketen in Wohnheime schießen, also zerstören Häuser, also nicht nur Militärpunkte, aber auch Zivilsachen wie Brücken und so weiter. Und das ist schon, also Menschen denken, dass die Gefahr ist größer jetzt. Ja, also wir machen, wie gesagt, alles Mögliche von uns. Die größte Problem ist in Gemeinden, dass wir viele Menschen verloren. Okay, verloren nicht ganz, aber sie sind ausgeflüchtet. Und natürlich viel weniger Hände haben wir, weil als Flüchtlinge meistens aktive, jüngere Leute mit Kindern und so. Und meistens die geblieben sind ältere Leute, die können kaum fahren und zu Hause bleiben. Also mehr Arbeit, um Menschen zu kümmern, zu helfen, und weniger Hände dafür. Also, und jetzt, wir arbeiten zusammen mit einigen freiwilligen Organisationen, die jetzt viele in Odessa auch, die dann über humanitäre Hilfe kümmern, weil wir haben keine Kraft dafür. Wir benutzen das, was sie machen. Oder mit anderen Unternehmern, die helfen dann uns und mit uns für Flüchtlinge. Also das ist eine Kooperation mit kleinen verschiedenen Gruppen, mit welchen können wir dann weiter unseren Menschen zu helfen. Wenn um Gottesdienste geht, dann haben wir Gottesdienste nonstop gehabt, ganze beide 2,5 Monaten, alle diese Tage. Auch mehr war, besonders in heißer Phase. Im März hatten wir dann zweimal in der Woche zusammen, um zu beten. Das war sehr, sehr wichtig. Also jetzt ist schon Menschen, wie kann man sagen, sie sind schon, also Krieg ist da. Das ist schon neue Realität. Und alle, das ist nicht was, kann man gut nehmen, aber damit kann man leben schon. Sie verstehen, dass Gefahr ist immer da. Sie sind nicht mehr so erschrocken und viele ignorieren schon Luftalarme, wie ich jetzt gerade. Also ist Luftalarm bei uns und ich sitze in Konferenz mit euch. Ja? Nicht in Keller irgendwo, aber bei euch hier zusammen mit euch. Ja, also so ist das. Ja, die größten Probleme eigentlich jetzt bei uns in unserer Region, auch in ganz Ukraine, war bei uns sehr stark. Wir haben leere Tankstellen. Es gibt keine Möglichkeit, Diesel oder Benzin zu kaufen.
Also ich habe diese Möglichkeit nicht mehr 2 Wochen, verstehen Sie? Und ich weiß nicht, wie lange kann ich weiterarbeiten und zwischen Gemeinden fahren und Deponiearbeit zu machen und so weiter. Wenn es so bleibt wie jetzt, dann irgendwann stoppt Auto und dann ist Tschüss. Muss ich Pferd kaufen oder so. Also so ist die Situation. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne antworte ich auch. Herzlichen Dank, Alexander. Das ist ja wirklich beeindruckend, diese ja schon fast Normalität dieses Krieges zu hören, der so langsam seinen Schrecken verliert, obwohl er ja so schrecklich ist. Die Tatsache, dass du jetzt, obwohl Bombenalarm ist, in dem Konferenzraum sitzt und nicht in den Keller gehst, zeigt, ja, wie schwierig die Situation für jeden sein muss, mit diesem schrecklichen Ereignis sich in irgendeiner Weise arrangieren zu müssen. Die Knappheit oder jetzt der Ausfall von Treibstoff, Benzin und Öl wird euch ganz besonders auch treffen bei der Gemeindearbeit. Hoffentlich funktioniert das Fahrrad noch und was man sonst so früher verwendet hat. Ja, wir denken an euch. Ja, wir denken an euch in dieser Situation, wo man ja wahrscheinlich täglich damit rechnen muss, von einer Bombe getroffen zu werden, von einer Kugel oder auf eine Mine zu treten. Ja, alles kann sein. Also wir verstehen, dass Gefahr ist immer da, die ganze Zeit, Tag und Nacht, und das nicht ändert. Weil sie schießen von Schiffen, von Flugzeugen, von alle möglichen Regionen auch. Und du hast vorhin auch gesagt, dass sehr gezielt auch Wohnhäuser beschossen werden, Wohnheime. Ja. So, da geht es ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr um irgendwelche militärischen Ziele, sondern um maximalen Terror. In einer solchen Situation für Frieden zu beten, ist eine Herausforderung, die extrem viel Mut und extrem viel Überwindung erfordert. Wir hatten heute Morgen in dem ersten Teil auch gesagt, wie wichtig es ist, dass wir auch für die Menschen bitten, die auf der anderen Seite stehen, die in diesen Krieg gezwungen werden, die vielleicht sogar begeistert in diesen Krieg gehen. Wir brauchen Gottes Frieden für alle, inklusive uns, aber für alle Seiten. Und dass es schwer ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Könnten wir, lieber Alexander, könnten wir trotzdem ein Friedensgebet sprechen, dass du ein Friedensgebet sprichst? Wir würden das aufzeichnen und dann in der nächsten Woche bei Bibel TV ausstrahlen. Wäre das okay? Ja, ich kann nur Russisch, wenn das geht. Okay, dann einen kleinen Moment.